Seid gegrüßt. Willkommen zurück zu Let's Play Starlancer. Ja, die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Wir fangen wie immer mit den Neuigkeiten der Front quasi an und schauen dann, was passiert ist. Hier spricht Heidi Moore für SCN am 23. November 2160. Die wichtigste Meldung des Tages. Für die neu formierte Flotte der Allianz hat eine neue Kriegsphase begonnen. Seit Monaten hat die Flotte einen verzweifelten Verteidigungskrieg geführt. In den letzten Wochen jedoch ist die Flotte verstärkt zum Angriff übergegangen. Auf die Frage, wie diese Aktionen zu bewerten seien, sagte Admiral Caldwell, dass es höchste Zeit sei, den Krieg zum Feind zu bringen. Gerade erreicht uns eine neue Meldung. Danach soll der Koalitionsrat auf dem Mars das Kriegsrecht ausgerufen haben. Es wird über zahlreiche Gewalttaten an unseren Kolonisten auf dem Mars berichtet. In den letzten Tagen sollen Tausende bei Protesten gegen die neuen drakonischen Rationalisierungsmaßnahmen getötet oder verhaftet worden sein. Das Kommando der Allianz hat erklärt, dass alle Mitglieder des Koalitionsrats angeklagt werden sollen und dass Gerechtigkeit walten werde, koste es, was es wolle. Das war Heidi Moore für SCN. Bis zum nächsten Mal. Ja. Hübsch, nicht wahr? Ist aber ja auch egal, dass alles total schlecht aussieht und immer schlechter wird, obwohl wir alles kaputt schießen und ja, was nicht alles. Interessiert ja keinen. Die Koalition ist unendlich, anscheinend. Ja. Unser schönes Besprechungszimmer. Da freue ich mich immer riesig drauf. Und ich freue mich auch schon wieder drauf, die Sequenz reinschneiden zu dürfen, weil die ja nicht mit aufgenommen wird. Ach, ist ja auch egal. Schauen wir uns mal an, was Enriquez zu sagen hat. Fangen wir an, Leute. Durch die Warp-Technologie ist die Koalition im Vorteil. Wir merken das deutlich bei den Angriffen entlang unserer Grenze. Das müssen wir schnell ändern. Denn wir wollen das Spiel kontrollieren, sobald unsere eigene Warp-Technologie funktioniert. Die Aufklärung hat herausgefunden, dass die Beobachtungsstation auf dem Latov-Asteroiden die Sprungtoraktivitäten steuert. Unsere Hauptaufgabe bei dieser Mission ist daher die Zerstörung dieser Station. Alpha und Gamma Wing werden um 3 Navigationspunkte vorrücken und die Station suchen. Sobald sie geortet ist, hat der Alpha Wing 3 Minuten Zeit, um den Kommunikationsturm zu zerstören. Länger weckt das Störsignal unseres Unterstützungsschiffes nicht. Ist das geschafft, schaltet ihr die Jäger aus. Danach zerstört ihr die Verteidigungstürme der Bases. Dann rückt der Gamma Wing vor und setzt die Satellitenantenne der Station außer Gefecht. Als letzte Aufgabe müsst ihr eine Belüftungsluke auf der Oberfläche des Asteroiden finden und zerstören. Danach schießt ihr eine Jackhammer-Rakete in den Schacht. Damit wird in dem Bunker im Asteroiden eine Kettenreaktion ausgelöst. Wenn ihr alle Aufgaben erfüllt habt, fliegt ihr über Fort Sherman zurück zu Reliant. Ja, Alpha und Gamma Wing, das wird ein Riesenspaß. Ich würde gerne den Tempest zeigen. Allerdings, wenn man Gamma Wing verteidigen soll, ist der, nun ja, eine sehr langsame Krücke. Vor allem auch relativ unwendig. Weshalb ich auf den Coyote, auf den werde ich zurückgreifen. Der ist nämlich ein bisschen besser dafür geeignet. Wie wir gehört haben, wir brauchen zwangsläufig eine Jackhammer-Rakete. Die Mission läuft im Prinzip folgendermaßen. Ja, wir haben ja gesehen, wie sie ablaufen soll. Auf jeden Fall, nach Möglichkeit sollte man am Ende eine Jackhammer-Rakete übrig behalten, weil man sonst ewig um den Asteroid warten muss, bis sich einer der KI mal erbarmt. In den Lüftungsschacht, ja, im Weltraum ist ein Lüftungsschacht, weil da so viel Luft ist. Versteht mich nicht falsch, der Weltraum ist voller Teilchen und Atome, die da rumfliegen, aber das als Luft zu bezeichnen, beziehungsweise mit dieser geringen Anzahl an Masse, beziehungsweise mit dem Massedurchsatz, den man erreichen wird, versuchen etwas zu belüften, ist schwachsinnig. Es ist anscheinend einfach nur ein Schacht, der irgendwas zum Explodieren bringt. Wer weiß das schon so genau? Viel Glück! Naja, das können wir gebrauchen. Gamma Wing ist mit von der Partie. Quasi. Alle Piloten. Ja. Genau, lauf drum. Gamma Wing ist die Achillesferse der Mission, wenn man so möchte. Hier spricht die Brücke. Ja, versuch X Millionen irgendwas.
Das Spiel stürzt ganz gerne an einer Stelle ab, habe ich so das Gefühl. Gamma Wing bereitet sich auf den Start. Da kommt auch schon unser Freund der Gamma Wing, der immer ganz toll gern kaputt gehen wird. So, ist in Ordnung. Ja. Und kommt er jetzt? Gut, er kommt. Ja, gefürchtet für uns selber. Wir sind viel zu missionskritisch, um nicht die ganze Zeit Angst um sie haben zu müssen. Okay, Piloten, fertig zum Abrücken. Ja, mit unserer tollen Krücke springen wir. Ja, es werden tolle Sachen passieren. Es wird ein Konvoi da stehen, der Koalition mit zwei Fliegern. Ja, ich spiele die Mission dann nur zum 10. oder 20. Mal oder keine Ahnung, wegen lustigen Abstürzen oder... Das hat uns noch gefailt. ...ungünstigen Toten oder dem Tod okay, von Gamma. Ja, ja. Dann die Frachter. Sorgt dafür, dass mir ist das egal. Ich will keine bösen Überraschungen. Könnte ich jetzt bitte einen bekommen? C. Wo ist denn unser Squadron? Da. Alle bitte. Mach den mal kaputt. Greif mein Ziel an. Das nicht. Und wir nehmen den anderen. Ja, ja. Herr Schwarzhelm. Das ist wieder eh nix. Und einer fliegt natürlich wieder vor meiner Nase rum und dadurch gehe ich kaputt. Ja, ja. Tolles Team. Wir sind ja nur schon wieder kritisch beschädigt. Perfekt. Perfekt. Sich aus dem mal gucken. Schaltet sie aus, es ist eh egal, ob man sie ausschaltet oder nicht. Weil, im nächsten Gebiet kommen die Feinde so oder so. Ja, die Konfiguration des Fliegers habe ich noch geändert auf, drei Jackhammer-Raketen und, zwei Screamer-Pods. Also zwei, quasi Dinger voller Screamer-Raketen. Die ich gerade mal am Verschießen war, bin. Ich flieg mal langsamer. So, alle raus hier. So, haben wir gut getroffen. Sind perfekt dran vorbeigeflogen. Gut, auch meine lass mein Schild vorne in Ruhe. Lass mich zufrieden. Juhu, ich hab wieder Schild. Dann kann ich ja zurückfliegen. So, er ist kaputt. Ja, Jackhammer. Wir können übrigens unsere ganzen tollen Raketen verschießen, weil wir gleich aufmunitioniert werden. Und jemand zerstört einfach das Vieh, was ich kaputt machen will. Ja, Vieh, Raumschiff. Ja. Da habe ich ja viel gerissen. Gut geschossen, 45. Waffen nachladen. Ich gebe die Koordinaten für ein Rendezvous mit dem Bergungsschiff durch. Fertig, ich habe nicht mal den Abschuss für den Saber bekommen. Gut habe ich mich angestellt. Sprungsystem. Egal, Gamma wird gleich eh zerstört und dann ist eh wieder zu Ende. Nicht verwunderlich. So. Wo ist das verdammte Bergungsschiff? Schnell. Ja, so ist glaube ich gut. Bergungsschiff 2, wann können Sie hier sein? Ach, Bergungsschiff, wer braucht das schon? Hier, Bergungsschiff 3, feindliche Jäger in Ihrem Sektor. Er hat recht, da kommen Sabres und Legs herein. Die komplette Frontpanzerung wird schon zerschossen. 45. Ihr müsst Gamma Wing unter allen Umständen schützen. Ist mir doch egal. Ihr könnt genauso gut sagen, du da, du Spieler, du musst den die ganze Zeit schützen, ganz alleine. Du musst acht Flieger innerhalb von 2 Sekunden zerschießen, damit sie nicht in die Nähe von Gamma kommen. Aber nein. Das Spiel ist nicht so ehrlich und sagt dann, dass das zerstört einfach die Torpedobomber. Aber was soll man tun? Da fällt einem das Frühstück aus dem Gesicht, wenn man sich das immer anguckt. Ja, ein Gamma-Pilot ist schon wieder tot. Ja. Könnte ich mal eine in meiner Nähe bekommen? Dann bin ich ein bisschen in meiner Nähe. Und was fliegt da einfach so rum? Ja, ja, schieß ruhig weiter. Ah, hier ist mal jemand mehr. Ja, egal, ich brauche keine Blumen. Unnötiges Gestrüpp, was in der Wohnung oder in der Kabine rumsteht, braucht hier niemand. Das ist mir egal. Die tut eh nichts. Ich glaube nicht mal auf schwer tut die Großmann. Ja, ja, sieht man ja. Darum stirbt ja auch du und nicht ich. Oh, es lebt immer noch ein lustiger Gamma-Pilot. Naja,
abschütteln, sagt er. So. Nein! Bitte! Ist das richtig, dass ich erst drei Stück kaputt gemacht habe?